Hey Philipp, dieser Jackpot.com hat auf deinem Video reagiert. Wenn du ein Gegenvideo machst, kannst du noch Klicks abgreifen. Wie heißt der? Checkpoint.com, glaube ich. Checkpoint.com, nicht .com. Wer auf mein Video reagiert? Wie auf das Straßenvideo über Liebe. Was ist das für einer? Kenn ich den? Checkpoint.com. Über 2000 Abonnenten? Ja, Mann, Klicks. Und meinst du, jetzt reagiere ich auf seine Reaktion oder was? Genau. Oh! Das machen auch alle großen YouTuber momentan. Guck mal, er meint einfach auf Horror, er spielt Outlast. Jetzt ist er 12? Kann er nicht. Kann er nicht. Digga, das ist illegal. Das war mein Pate, glaube ich. Ist das cringe? Egal. Klicks. Safe, okay. Aber wo denn? Warte, check.com. Ah ja, er schreit halt auf Ultra rum. Okay. Gibt's nicht. Hat er gelöscht. Safe nicht. Doch, da! Hat auch, guck mal, mit die meisten Aufrufe, 217. Und danach gibt's noch eins mit 217, sonst nichts mehr. Und warum? Wegen diesem gut aussehenden Dude. Ja, okay, dann gucken wir es mal an. Okay, kleine Vorwarnung. Durch technische Kompetenzen, die wir noch nicht haben, gibt es ein kleines Rauschen im Hintergrund und ab und zu eine Übersteuerung. Aber trotzdem viel Spaß. Hey Leute, ich bin's wieder, euer. Okay, wir legen los. Gute Idee, um Klicks zu generieren. Mal ganz kurz Real Talk. Natürlich kenne ich hier einen guten Checkpoint.com. War mal mein Pate in der Schule. Ja, und sind wir mal gespannt, ne, was er so von diesem tollen Video hält. Euer Checkpoint.com und willkommen zu dem ersten Video in 2020. An der Stelle ein frohes neues Jahr natürlich auch von meiner Stelle Ultra hier. lang schon her. Ich hoffe, ihr habt gut Ja, gefeiert. nochmal Ihr einfach. seid gut ins neue Bei uns Jahr ist jetzt ultra gekommen. lang, 3 Monate. Wir gucken uns heute den guten alten Filiant an. Also ganz kurz, gut ja, alt nehme ich persönlich. Guter Freund hier von mir. Kenne ich schon relativ lange, war früher mein Pate. Wer das nicht weiß, ist jetzt auch nicht schlimm. Auf jeden Fall richtig nice der YouTube-Kanal. Guckt den auf jeden Fall mal nach. In der Videobeschreibung natürlich verlinkt und in der Endcard. Wir reagieren heute auf die wahre Liebe heutzutage. Gibt's das noch? Filian fragt Teil 3. Ja, ich habe den guten Filian hier in Mönchengladbach getroffen, wo der gerade unterwegs war. Das heißt, ich bin in Right. dem Video auch zu sehen, Freunde. Ich bin mal gespannt. Wir Das kamen ist gerade geil. aus McDonald's raus, deswegen ich noch mit meinem fetten McDonald's-Becher in der Hand. Gesunde Ernährung wird auf jeden Fall bei mir im Leben groß geschrieben. Ich bin im Hab Video zu sehen, wir gucken uns das natürlich nicht komplett an, um den hier nicht ich ja gerade einen diesen ganzen Schnittfehler Stoff zu gesehen? klauen. Ich komme, Ich habe glaube mich doch ich, bei selber gerade zwei ganz kurz ganzen Stoff gesehen. zu klauen. Ich komme, glaube ich, im Video zu sehen, wir gucken uns das natürlich nicht Moment. komplett an, um den hier nicht diesen ganzen Stoff zu Nee. klauen. Ich komme, glaube ich, bei Davor immer. zwei, genau, bei 2 Minuten circa komme ich. Wir werden das. Ganz kurz, macht man nicht eine Reaction, um sich das Video komplett anzugucken? Ist nämlich ein tolles Video. Bis dahin mal angucken. Oh, ich bin so gespannt. Ich weiß schon nicht mehr, was ich da so alles gesagt habe, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Let's go. Also wir reden über wahre Liebe. Was habt ihr so dazu? Ja! Super! Also, da wurdest du auf jeden Fall gekonnt ignoriert. Klassiker. Nice. Ich bin ja auf dich zugelaufen wie ein verrückter Fan. Geil, Es ist das übrigens war sehr dunkel hier. Was geht ab zusammen? Ich bin's wieder, Philipp. Wir sind heute wieder unterwegs auf der Straße. Ihr habt's euch gewünscht. Wir Es ist ein bisschen strange, sich so selbst mit dem Mikro da zu sehen und oben rechts Checkpoint kommen und jetzt irgendwie. Wer ist denn mit dem Mikro? Was ist das für einer? Es ist total verrückt. Ich bin ziemlich aufgeregt, deswegen rede ich auch so schnell. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass wir dieses. Mit dem Krüppelfinger. Ich sage immer 3 Jahre und man denkt so, 3,5? Was ist das? Was ist das? Dass wir diese. Boah, der sieht echt übel aus. Müsst ihr das die ganze Zeit sehen? Diese Nähe.
Hat aber auch irgendwie eine Ästhetik. Übrigens, falls ihr euch fragt, mit wem ich da die ganze Zeit rede, ich rede mit Tim. Moin. Tim hat Haarausfall. Ha. Deswegen. You wish. Deswegen traut er sich nicht vor die Kamera. Aber gleich schleppe ich ihn vor die Kamera. Ja, dass wir dieses Video gemacht haben, also dieses Ferienfragment. Ihr guckt es euch an. Ja, guckt es euch an, Freunde. Ne? Ja, guckt es euch an. Genau, und heute sind wir aber philosophisch unterwegs. Wir fragen heute die Leute, was die denn unter Liebe heutzutage verstehen. Boah, die Musik mit dem Hintergrund. Sag mal was. Das habe ich mich schon gefragt. Was meint ihr mit die Musik im Hintergrund? Ist die Musik gut? Ist die Musik schlecht? Was ist mit der Musik im Hintergrund? Kennt ihr diese Menschen, die einfach so sagen, ja, dieser Lautsprecher. Und dann ist der Satz für die beendet, weil die wissen, was sie im Kopf haben. Aber dann der Rest, wenn man sitzt, ja, was ist denn mit dem Lautsprecher? Was denn? Ruhiger Stream. Okay. Tim ist ein bisschen auch zu meiner Beruhigung da. Also, es ist wirklich ein Thema, was mich interessiert. Deswegen fragen wir heute auch, was ist denn für euch so der Inbegriff von Liebe heutzutage? Ich habe da auch eine Umfrage auf Instagram gemacht. Könnt ihr mir auch gerne folgen? Auf jeden Fall. Oder da? Richtig, der Influencer. Und auch gerne Christopher folgen. Nein, aber was ist das denn für euch so? Liebe heutzutage? Auch gerne mir folgen. Also ich habe mich damit so beschäftigt, weil kennt ihr diese Fotos mit, das blende ich auch ein, mit so King und Queen. Also er hat so einen King-Pulli an und sie hat so einen Queen-Pulli an. Und das ist so Romantik heutzutage. Ich weiß nicht. Wir sind auf der Suche nach der wahren Liebe heutzutage. Findet ihr, es gibt sowas noch? Das ist so geil. Ja. Oh. Ist das romantisch heutzutage? Oh. Kino. Will jemand mit mir ins Kino gehen? Kino? Hallo? Oh. Es geht. Das hört man nicht so gut in dem Video, aber mich hat irgendwer auf der anderen Seite angepöbelt. Ich bin einfach schnell weitergegangen. Hat er mich gemeint? I don't know so. Mit dem würde ich nicht so gerne ins Kino, um ehrlich zu sein. Da komme ich jetzt gleich. Okay, ja, aber... Das ist geil. Das ist so geil. Interessant. 100 Pro. Ins Kino gehen. Heißt eigentlich so die Romantik des Kino Studios. Ist kein bisschen Romantik, sage ich aber gleich auch. Nicht Romeo und Julia, sondern... Terminator 6. Terminator. Wir haben gerade zwei gefragt, die meinten so Oha! Romantik heutzutage, die meinten Kino. Erstes Bild mit ihm und er. Oha! Also wenn man so über ein romantisches Date redet, dann würde ich auch nicht ins Kino gehen, weil Kino ist eigentlich das Schlechteste für ein Date. Sondern so ein Essen zu zweit, vielleicht so ganz alleine, nicht im Restaurant, sondern zu Hause bei jemandem oder zusammen kochen oder so. Der Granit. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Oh mein Gott, was? Es ist so geil, wie er sich freut darüber, dass ich einfach so einen kleinen Einschnitt gemacht habe und er tickert komplett. Guckt ihn euch an, wie er sich freut. Ist schon cute. LOL. Alter. Warte, guckt ihn euch an. Er so, Dicker, was? Richtig geil gemacht. Alter, damit hätte ich ja gar... Richtig gut gemacht, einfach das Video runtergeladen, Anfang rausgeschnitten und reingeschnitten. Ich bin, liebe YouTuber, braucht ihr einen krassen Cutter? Wendet euch an Tim. Hat nicht gerechnet. Yo! Oha, das ist ja richtig geil gemacht, muss ich sagen. Wir haben gerade zwei gefragt, die meinen so, was ist Romantik? Ja, ist es. Kino. Also wenn man so über ein romantisches Date redet, dann würde ich auf jeden Fall nicht ins Kino gehen. Ja, weil Kino ist eigentlich das Schlechteste für ein Date. Sondern so ein Essen zu zweit. Ist schon cute. Ganz alleine nicht im Restaurant, sondern zu Hause bei jemandem oder zusammen kochen oder so. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Checkpoint. Wie sieht's bei dir aus, Romantik? Nice. Jetzt hat er seine Kamera unten rechts hingetan, will er mich komplett flachsen. Okay. Ja, ich hatte eben meine Kamera oben rechts und nach der Hälfte des Videos ist mir aufgefallen, der hat seine Kamera auch oben rechts und wir nehmen die Videospuren nicht einzeln auf, das heißt, ich kann ihn nicht umsetzen. Heißt, ich bin jetzt ganz kurz über seinem Gesicht, das dauert nicht lange. Der Nico redet jetzt, den ihr über Checkpoint seht, checkpoint.com und dann seht ihr wieder unsere beiden Gesichter. The fuck? Kann man die Kamera die ganze Zeit umbewegen? Krass aus. Ja, Kino jetzt nicht unbedingt. Auch selbst wenn es ein Liebesschnulz ist oder so, ist es auch nicht wirklich unbedingt romantisch. Also da gibt es auf jeden Fall die besten Sachen, meiner Meinung nach. Folgt auf jeden Fall checkpoint.com. Ist Mach echt das. Witzig, ist echt richtig nice. Ja, danke Philipp. Was? Geil, mit Philipp Antor, stimmt. Geil. Er ist so geil, wie sich darüber freut. Ich habe ihn noch einmal eingeschnitten. Und er freut sich aber so hardcore darüber.
Ich mache einfach so ein Video, mal ein komplettes Video, wo ich dich die ganze Zeit einschneide, glaube ich dann. Mit Philipp Abenteuer. Oha, das hat der ja richtig geil gemacht. Danke, ich weiß nicht. Alter, damit hätte ich nicht gerechnet, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dich, Philipp. Grüße zurück. Alter, nice. Komm, ist echt witzig, ist echt richtig nice. Ja, danke, Philipp. Direkt nochmal, zweite Mal. Wollt ihr eine Umfrage? Komm, drittes Mal geht noch. Wir reden über Liebe. So begeistert. Das ist ein Elefantin. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Also, scheinbar ist meine Szene jetzt schon vorbei, aber, also, wie du das da reingeschnitten hast, auf jeden Fall ganz viele Grüße raus an dich, ne, also, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, also. Also ganz kurz im Retalk, bei all dem ganzen, also bei dem bisschen Roasten gerade, ist wieder so ein bisschen zum Roasten da, aber folgt auf jeden Fall Checkpoint, super korrekter Dude, und ich hoffe, du nimmst das nicht zu böse. Ist nur ein. Ich versuche mir nie zu roasten. Tim hat eben schon gesagt, ich soll nicht ausrasten. Wenn es zu hart ist, dann sagt mir Philipp, du warst zu hart und dann nehme ich mich zusammen. Es tut mir leid. So, da den Clip, ja, danke Philipp einzufügen, ist ja richtig nice. Ist ja richtig nice. Folgt dem Guten auf jeden Fall mal gerne auf Instagram und auf YouTube und überall. Das ist eine gute Idee. Ja. Wenn ihr den auf Instagram like, seht. ne? Alle drauf da. Mein Kumpel, was der dazu gesagt hat, das ist natürlich genau das einzig Wahre, das habe ich da vorher auch gesagt, ins Kino gehen, auch wenn es eine Liebesschnulze ist. Jetzt mal Real Talk aus dem DX Racer, Freunde. Auch wenn es eine Liebesschnulze ist, ich würde nicht ins Kino gehen beim ersten Date, weil... Das ist so eine Sache, also ich glaube, ich mache das ganz gerne beim ersten Date. Erst essen gehen, dann ist, also nicht nur Kino, aber erst essen gehen und dann Kino, oder das ist so ein guter Relief. Wisst ihr, was ich meine? Also man geht essen, dann geht man ins Kino. Vor allem gucke ich auch gerne drauf. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Ich hoffe, gucke, wie die Leute bei dem Film reagieren. Okay, chillig. Weil, kennt diese Leute, die einfach gar nicht reagieren bei Filmen? Also die so komplett emotionslos da sitzen? Das kann ich halt nicht. Das kann ich nicht. Und ich verstehe auch nicht die Leute, das können. Da passiert was Krasses und die sitzen da so. Und denkst du so, mach das nichts mit dir! Bist du ein Stein? Einer dieser Steine. Tim, machst du, komm, Tim, tut mir leid, ne, ich weiß nicht, ich habe ein schönes Sidefit, machst du das gerne? Erstes Date, Kino, ja oder nein? Nein. Nee? Warum? Ja, da kannst du ja nicht miteinander reden. Ja, aber ich habe ja gesagt, mit vorher essen oder nachher essen? Ja, wenn vorher essen. Warum nicht nachher? Ja. Weil nachher wird geküsst. Nee. Das müssen wir piepen. Nee, es ist halt, wenn du die Person nicht so gut kennst und gehst erst mit der ins Kino und dann... Schweigt ihr euch da 2 Stunden an, lieber vorher ein bisschen quatschen und dann ins Kino gehen. Tim ist so die Romantiker einfach. Hä? Ganz normal, Junge. Oh, ich hätte jetzt... Okay. Okay! Du guckst dir den Film an, es ist viel zu laut, um sich zu unterhalten. Und wenn du dich unterhalten willst, dann schreist du dem anderen eh nur ins Ohr. Ja, da hat er natürlich. Und dann kommt von hinten. Also, Jens, habt ihr da recht? Ich verstehe, was ihr alle meint, ne? Oder die meisten wahrscheinlich. Ich bin, ja, mit, bisschen Romantik haben, ne? Sein Dumpfer. Kino gehen fürs erste Date. Würde ich nicht machen. Da kann man den Gegenüber ja gar nicht kennenlernen. Ja, und okay. Die verstehe, Sitze sind eh so gemacht, da kannst du den auch gar nicht in den Arm nehmen. Das ist so. Ja. Das ist so. Aber das denke ich auch so. Also, keine Ahnung, beim ersten Date muss ich jetzt nicht unbedingt jemand beim Film gucken und im Arm nehmen. Also, vielleicht. Wenn es wirklich gut passt oder so, aber nicht unbedingt. Kommt doch, also es kommt doch auf das an, was man guckt, oder? Hä? Ich so. Ja, komm. Komm in meinen Arm. Das ist. Nee. Also, hier die Profi-Tipps, ne? Die Profi-Tipps vom Checkpoint.com, der einzig wahre KIZ-Fan hier. Soll ich dich mal ganz kurz gegen die Vitrine werfen? Ich sollte eigentlich meinen Merch tragen, ne? Check mein Merch aus, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Also wirklich. Ich muss mir das nochmal gönnen, es tut mir das leid. Das vierte Mal. Es tut mir wirklich leid. Romantik, also da gibt es auf jeden Fall so bessere Sachen, meiner Meinung nach. Folgt auf jeden Fall Checkpoint.com, ist echt witzig, ist echt richtig nice. Ja, danke Philipp. Alter! Es ist einfach nur geil, danke. Danke, Philipp, danke, danke. Ich kann es nicht öfter sagen, es ist einfach nur, dieses Video bereichert mein Leben. Ich gucke es mir jetzt gleich noch zu Ende an, aber... Gut so. Alle... 239, alle 239 Strong Filient Watcher, ja, Leute, geht doch mal, ich bin sehr dafür, dass er immer ganz drauf reagiert, weil ich weiß, glaube, oder oh, ne, 4 Minuten haben wir jetzt noch und ich denke,
Da kommt noch ein Einschnitt von ihm, ich denke, er wird darauf reagieren. Ist auch so eine Sache, erstmal nur auf sich reagieren. Verstehe ich, Respekt, aber geht doch mal alle dahin und sagt, er soll auf ein ganzes Video von mir reagieren. Ich habe auch kürzere Videos, ja, die sind einfach absolut Lachkick. Das, ich mache auf jeden Fall beste YouTube-Unterhaltung, wo gibt auf Erde. Deswegen haut doch mal rein und sagt ihm mal, dass er das auf jeden Fall machen soll. Und Checkpoint, wenn du es siehst, Checkpoint.com, dann mach das. React on the whole video, please. Please. Nicht hier in der Aufnahme, nämlich guckt euch das gerne zu Ende an. Also, ihr könnt es auch gerne bei mir zu Ende an. Boah, aber auch mit ihm. Das ist eine Bereicherung für mein Leben hier. Wahrscheinlich. Was ist das für ein nices Video, ey? Boah, ich muss mir das nochmal alles angucken. Es tut mir wirklich leid. Nochmal. Wir haben gerade zwei gefragt, die meinten so, was ist Romantik? Mit meinem McDonald's-Special. Also wenn man so über ein romantisches Date redet, dann würde ich auf jeden Fall nicht ins Kino gehen, weil Kino ist eigentlich das Schlechteste für ein Date. Sondern so ein Essen zu zweit, vielleicht so ganz alleine, nicht im Restaurant, sondern zu Hause bei jemandem oder zusammen kochen oder so. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Checkpoint.com. Wie sieht's bei dir aus, Romantik für dich? Ja, Kino jetzt nicht unbedingt, auch selbst wenn es ein Liebes ich find's so geil. Also ist auch er ist schon richtig excited. Er redet mir nach. Aus dem auf jeden Fall Checkpoint.com. Ja, ist danke. Echt witzig, ist echt richtig nice. Ja, danke Philipp. Hi. Ey, oh, ganz große Grüße gehen raus hier. Ey, ich denke mal, du siehst das, Philipp. Ich denke mal, du siehst das. Eigentlich war es komplett, ne? Also, eigentlich kann ich hier aufhören. YouTube-Karriere beendet. Was will ich mehr? Ich habe alles erreicht. Es wurde auf mich reagiert. Ich mache jetzt eine Re-Reaction. Let's Plays gemacht. Sketches gemacht. Was fehlt hier? Nix. Hab über 200 Abonnenten. Steil. Was brauche ich mehr? Nichts. Mein Leben ist einfach YouTube-Karriere beendet. Also es wäre natürlich cool, wenn wir dann jetzt, ich werde jetzt nie wieder Videos hochladen und ihr müsst bitte noch die Millionen Abonnenten knacken, ja? Können ja viele YouTuber ohne Content Millionen Abonnenten bekommen. Warum ich nicht? Oh, no front. Ey, das ist ein Meisterwerk, ein Meisterwerk. Er sagt einfach ein Meisterwerk. Ich habe mir 2 Sekunden reingeschnitten, ein Meisterwerk. Safe. Von YouTube-Video, ohne Witz. Danke. Ey. Oh mein Gott, ich weiß, ich wiederhole mich. Ich guck mir das hier 20 Mal an. Ich guck mir das nochmal an. Ich werde es mir speichern. Ich werde es allen meinen Freunden zeigen. Nice. Zeig das auch mal McDonald's. Gesunde Ernährung wird ganz, 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 ganz groß geschrieben bei mir. Ich sehe am Ende eher aus wie, keine Ahnung, wie du, Philipp. Ha, Spaß. Und das ist der Punkt. Kennst du schon diesen Front? Komm hier. Hast du das Video gesehen? Ja. Ja? Hast du gesehen, wie er mich gefrontet hat und sagt, Tim, ich soll ihn nicht so krass fronten? Hast du es gesehen? Er nimmt mich auseinander. Er nimmt mich einfach auseinander. Warum? Digga, guckst du ja? Guckst du ja? Das ist Tim. Mich sieht man wahrscheinlich gar nicht. Der muss auch runterkommen. Bei mir. Ich sehe am Ende eher aus wie, keine Ahnung, wie du, Philipp. Ha, Spaß. Dich versetz ich. Halt die Presse, was? Also, muss sagen, fairer Joe, fair, aber er rechnet, du weißt nicht, was ich hier, ich fahr ja zurück. Ah, hallo. Ja, ich mach einen Diss-Track. Das fehlt eigentlich noch, ne? Ein Diss-Track. Das ist noch so eine YouTube-Sache, die fehlt noch. Und eine Challenge. Oh mein Gott, Freunde, das kommt jetzt noch vor dem Outro von mir. Ich hab das Video gerade zu Ende geguckt. Ich hab eigentlich schon die Reaktion beendet, ne, mit dem Outro. Also das kommt jetzt gleich. Aber, Digga, ich bin noch mal am Ende. Oh, übrigens, das Video ist so ultra lustig, ne? Das okay, aber es ist auch fair, dass er sagt, das Video ist ultra lustig, kommt bei mir gucken. Das ist schon fair, er will mir die Klicks nicht klauen, ne? Das ist der Sinn dahinter, dass er nicht aufs ganze Video reagiert. Nicht, weil er sich selbst nicht, nicht weil er sich die ganze Zeit sehen will und da auf sich selbst reagieren will, sondern ich glaube, das ist der Sinn. Da muss man sagen, fair. Über alles andere lässt sich unterhalten, lieber Checkpoint.com. Ich lade dich gerne zu mir nach Hause ein, in den Keller,
Jeder eine Kugel. Eskaliere ich? Ich eskaliere, ne? Nix. Das ist so lustig. Ich will eine Kugel Eis. Ja, safe. Okay. Schokonuss. Wieder so eine Frau kommt, nee, wir sind nicht geschminkt. Ey, das ist zu lustig, aber ich komme im Auto nochmal. Gönnen wir uns das nochmal. Ja, auch bei einem Let's Play oder bei Warum kommen so selten Videos oder im Theater. Oder ich würde jetzt am liebsten gerne auf dem Bild oder bei anderen Sachen. Oder jetzt kommt das Outro. Hoffentlich kriege ich keinen Copyright Strike. Das wollte ich sowieso noch gesagt haben. Das Lied hat kein Copyright. Warte. Ah, sowieso kein Copyright Strike, weil ich meine Videos nicht monetarisiere. Von daher alles cool. Oh, ist das der Versuch? Dass er hochlädt und sich wie ein Affe aufführt, aber das kennt ihr ja von meinem Kanal. Also ich führe mich da unten anders auf, ne? War witzig, oder? Ja, war witzig, Alter. Oh mein Gott. Oh, nice. Nice, Alter. Oh, wie geil. Wie geil. Ich muss mir das einfach nochmal gönnen. Einfach mal anderen. Dass er es hochlädt und sich wie ein Affe aufführt, aber das kennt ihr ja von meinem Kanal. Also ich führe mich da auch nicht anders auf, ne? War witzig, oder? Ey, Freunde, checkt den Kanal aus, jetzt gibt's das Outro. Ich würde sagen, trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Ey, guckt euch das Video gerne an. Ey, das ist zu geil. Checkt einfach süß. Philipp ab. Ist schon süß. Filiant, ich verlinke ihn euch unten. Auch das? Warum sagen alle Filiant? Was habe ich falsch gemacht? Warum? Tim? Warum sagen alle Filiant? Nein, es heißt Filient. Wer sagt Filient? Filient, das wird Englisch ausgesprochen. Bist du Engländer? Bin ich Deutscher? Ja. 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 Gut, komm mal jetzt. Nur Streit. Ja, würde ich auch sagen. Erster Link in der Videobeschreibung und vielleicht noch in der Infocard, in der Endcard, alles mögliche. Checkt den auf jeden Fall ab. Sehr süß. Ah, nice. Nices Video zum Jahresanfang hier. Ja, dann wünsche ich euch was, ne? Kommt gut in die Schulphase jetzt, ne? Die Schule fängt ja wieder an. Die Schulphase und then came Corona. Boah, da hab ich ja richtig Bock drauf. Ja, checkt mein Merch aus. Gerne Mitglied werden, gerne abonnieren. Check natürlich auch meinen Merch aus. Ich habe keinen Merch, danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Ja, das war's mit meiner Re-Reaction. Also, nochmal ganz kurz Real Talk. Ich hoffe, du nimmst mir nichts davon böse. Check.com. Lasst doch gerne mal ein Like da oder kommentiert und ich weiß nicht, ob ihr euch freuen würdet. Ich würde mich freuen, mehr von Checkpoint.com zu hören. Könnt ihr mir auch mal gerne schreiben oder auch gerne die Leute von Checkpoint. Also Checkpoint.com, ich muss mir das angewöhnen. Warum sage ich mir Checkpoint? Ist es okay, wenn ich dich Checkpoint nenne? Ist es so ein Vor-Nachname-Ding? Also ist es so, wenn ich jetzt sage, es ist okay, dass ich dich du nenne, dann nenne ich dich Checkpoint und wenn ich dich sieze, ist Checkpoint.com? Ich bin mir nicht so sicher. Ich würde dich gerne einfach nur Checkpoint nennen oder Check oder... Checky. Checky einfach. Okay, haut da rein. Lasst auf jeden Fall ihm ein Abo da und guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Sehr, sehr nice Videos. Cooles Gameplay und coole Reaction. Und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Und Leute, haut mal rein. Dieses Jahr 1 Million Abonnenten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also wir reden über wahre Liebe. Was habt ihr so dazu gesagt?